So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Wir haben uns in der letzten Folge die Gunst der Kaja hier so ein bisschen erkämpft. Nicht nur ein bisschen, sondern hart erkämpft. Und die haben jetzt das Tor für uns geöffnet und da werden wir jetzt mal reingehen. Und mal gucken, was hier so los ist. Mühsam, selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridium vor kurzem erst. Er ist in der Festung. Auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Okay. Die Verderbnis zurückgeschlagen. Na gut, eine Sucherin vor den Toren. Hauptquest abgeschlossen. Fertigkeitenpunkte, EP, Idoki. Stadt der Sonne. So, erstmal haben wir hier Lagerfeuer. So, Siedlung entdeckt. Okay. Oh, wow. Das ist da Meridian? Wir haben ja hier noch ein bisschen was zu tun, ne? Und auch in dem Dorf, wo wir waren, da sind ja auch noch hier ordentlich Quests gewesen. Wir haben hier noch Bogen, okay. Das ist das Banditenlager. Was haben wir denn? Stadt der Sonne. Gib dich nach Meridian, die Hauptstadt des Kaja Sonnenreichs. Okay, Meridian, also ganz weit erstmal entfernt. 1800. Gut, das ist natürlich weit, ne? Verdorbene Zonen. Ja. Machen wir das Banditenlager. Ich will jetzt noch nicht so weit da rein, obwohl eigentlich könnte man auch so weit da reingehen. Weißt du, was wir machen? Wir machen das Banditenlager und dann werden wir Richtung Meridian gehen. Das ist ein weiter Weg. Und auf dem Weg dahin werden wir sowieso einige Stops machen, sag ich mal. Und daher, das sehen wir dann alles. Aber jetzt machen wir erstmal das Banditenlager, weil es hier in der Nähe ist. Breitkopf hat sich gut gemacht. So. Machen wir erstmal das Banditenlager. Weil ich brauche eigentlich die Pflanzen jetzt gerade mal hier so ein bisschen. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen zu Fuß. Um mir hier die Pflanzen zu gönnen. Schwarzer Rauch, rote Lumpen. Mehr Banditen wie die in Teufelsdurst. Na dann. Ich sage, let's go. Schnappen wir uns die. Banditenscherge. Sehr leise, ne, wenn du hier rumhüpfst. So, dann müssen wir weiter gucken. Einer, da ist einer. Da ist einer. Da ist eine. Ich hol mir noch Frostbeulen. Ja, chill doch. Oh, ein Sägezahn. Gucken wir mal
das am taktisch cleversten machen. Ah, der kommt ja jetzt hier hoch. Naja, aber er würde sie ja sehen, wenn ich sie da kille. Ich sehe den Alarm. Hoffentlich höre ich ihn nicht auch noch. Echt, du siehst den Alarm? Hier haben sie die Gefangenen also eingesperrt. Ach so, da ist der Alarm. Okay. Noch einer? Zeig dich endlich, du elender Penner. Komm doch mal hier hin. Okay, perfekt. Er ist hier drin hängen geblieben. Das ist geil. Das wollte ich tatsächlich. Mal gucken. Wenn ich pfeife. Hört keiner, okay. Hier Pfeife. Hört auch keiner. Kann hier nirgendwo mehr pfeifen. Okay. Der Hochkletter. Weiß ich nicht, ob die das sehen. Ich öffne euren Käfig. Einen Moment. Ich lasse euch hier nicht zurück. Hierher, ihr Deppen! Hat sie das denn gesehen? Den Alarm ausschalten, geht er da? Ach, hat er das schon gemacht? Okay, gut. Ist der Mann. Ah, ne, du bist einer von mir, ne? Oh, sorry. Okay, perfekt. Na gut. Geh mal hier hoch. Von da kommt noch jemand. Okay. Die schnappe ich mir. Verliert sie ja nicht. Oh, schlechter Fall. Guter Fall. Boah, was ist das denn für einer? Ja, was hat er für eine Waffe? Hinweis, er kann mit der Waffe aber nicht umgehen. Nein, nein, nein. Ah, sammel das. Oh nein. Kann ich den denn nutzen? Kann ich den nutzen? So. Okay. Okay.
Alles klar. Interessante Waffe. Okay, sehr gut. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Lief ja gut. Vielleicht die Waffe auch verticken? Stimmt nicht, oder? Aber Trankbeutel ist voll. Warte mal, nutzen wir mal meinen. Ich weiß nicht, ob ich die verticken kann oder nicht. Jetzt natürlich erstmal eben zum Händler. Ja, hallo. Verkaufen. So. Was verkaufen wir dir denn mal? Wir nehmen das hier mal. Das Metallauge. Ja, brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir. Das verticken wir. Ich verticke jetzt einfach mal alles, was ich hier so rumfliegt. Um ein bisschen Platz zu haben, ne? Wüstenglas, Wächterlinse. Geschäfte mit Händlern, Läuferherz, Wächterherz. So. Reicht erstmal. Er hat ein Schnellreisepaket. Okay, sehr gut. So, das haben wir. Das ist sehr gut. Okay, ist hier noch irgendwo was? Warte mal, da sind noch. Oh. Ganz wichtig. Okay, gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Oben sind noch Sachen. Hallo. Oh, was hast du? Okay. Okay, den Trank können wir ja nicht nehmen. Okay. Gut aus. Mehr als bereit für dich. Ich weiß halt nicht, was das bringt, ob man die kaputt machen muss oder nicht. I don't know. Okay. Gut, das haben wir. Dann, hier ist noch ein Lagerfeuer. Was ist das denn hier? Panorama. Mal gucken, ob wir das Panorama kriegen. Da unten. Nein, 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 nein. Du sollst runter. Ja, genau. So sollst du. Oh. Vorsicht da unten. Na, Vorsicht da unten. Wir kommen. Ich glaube, wir sind entkommen. Erstmal. Das Panorama ist da irgendwo oben, vermute ich.
Lass uns mal gucken. Nicht hoch. Ein Panorama. Noch mehr Ruinen, noch mehr Geschichten. Ah, tatsächlich, ja. Haben wir sogar gefunden direkt. Das nehmen wir erstmal mit. Okay. Abuka Shitstorm, Purtag 8. Verdammte Scheiße. Dieser defekte Heber, der deinen Arm und dein Schlüsselbein zerquetscht hat. Bevor du Wyatt kennengelernt hast, das war in einer Mine hinter diesen Wasserfällen. Ah, ich war so ein Arschloch. Okay, das war's schon. Wollen wir eigentlich noch irgendwas dann machen? Also dann passiert das gleiche nochmal. Okay. Was haben wir denn, wenn wir hier im Notizbuch mal gucken? Da können wir es nochmal abspielen. Ja, das können wir uns dann durchlesen. Also wer es gerne möchte, kann einmal pausieren. Okay. Abuka Shitstorm, Purtag 8. Verdammte Scheiße. Abuka Shitstorm, Purtag 8. Okay. Haben wir uns ja jetzt angehört. Okay, das Panorama haben wir, das ist sehr gut. Dann können wir gucken, wohin wir als nächstes gehen. Das Lager haben wir. Wir könnten jetzt hier eine Reise hinmachen. Wir haben 19 von den Dingern. Würde ich sagen, machen wir und dann reisen wir in das neue Gebiet rein. Wir werden auch demnächst ein paar Nebenquests machen, ja. Das werden wir. Außerhalb des Heiligen Lands. Ich muss Olin finden und alles erfahren, was er weiß. Wer die Mörder waren, wie sie mich durch seinen Fokus sahen, wer die Frau ist, die aussieht wie ich, warum sie mich töten wollen. Olins Spur führt nach Meridian. Wenn ich ihn kriege, wird er reden und für die Leben bezahlen, die er vernichtet hat. Hey, wenn du was sagst, werde dich dabei unterstützen. Oh, wow. An. Echt. Okay, rutschen wir hier runter. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Oh. Was war das? Was sehr Großes. Neues Jagdgebiet. Jagdgebiet Stufe 20. Ja, ich denke, wir werden uns hier noch nicht so viel aufhalten, weil ich glaube, wir müssen uns erst ein bisschen hochleveln noch im ersten Gebiet. Aber ich will hier nur mal für den Rest der Folge ein bisschen rumlaufen und mir das alles so ein bisschen angucken. Oh, zwei Pfeile. Oh, das ist nice. Oh. What? So, wir müssen erstmal eben gucken. Ich würde gerne den Bastler. Ich muss erstmal beim Kämpfen besser werden. Ah, so eine hatten wir ja gerade. Bei Doppelschuss ist ganz nett.
Dreifachschuss. Hä? Okay. Ja, wir machen das hier erstmal. So. Sieht erstmal ganz gut aus. Inventar. Schon fast wieder voll. Kann ich nicht irgendwas herstellen? Stärkungstrank. Okay. Damit, das gebe ich mir mal noch auf. Tragekapazität, Kaninchenknochen. Outfitbeutel. Modifikationsbeutel. Fischgerät. Wildschwein. Rutan. Fischgerät. Fuchs. Nein, ich muss einfach ein paar Tiere erstmal killen. Oh, der Nebel hat sich gelichtet. Lagerfeuer entdeckt. Gehen wir mal hier hin. Achso, hier ist ja Jagdprüfung, genau. Trampler, der ist neu. Stärkefeuer. Ja, weil da habe ich jetzt noch kein Interesse dran. Könnte dir höchstens sowas verkaufen. Was ich mir hier wieder so angehäuft habe. Kumpel. Das kann weg. Also mal wieder ein bisschen Platz. Oh, was zum Teufel ist das? Kann ich nicht. Sturmvogel. Oh, was zum Teufel? Ein Sturmvogel? Schock. Sehr wendige fliegende Maschinen mit einer großen Auswahl an schockbasierten Luftbodenangriffen. Ja, geil. Also ja. Okay. Sind die feindlich mir gegenüber? Oh ja. Oh ja. Er ist direkt schon auf. Auf Kampfposition. Da kommen sie. Da kommen sie, sag bloß. Wir haben eine Eisbombe an den Kopf werfen. Er soll weggehen. Er möge sich entfernen. Danke. Jetzt einfach mal hier lang. Breitkopf kann ich mir wieder organisieren. Okay. Muss einen ganz anderen Weg gehen. Bin völlig falsch gelaufen. Hier habe ich noch gar nichts zu tun mit den Leuten. Da unten hin. Ja, mehr oder weniger. Ich muss auf die großen Weg. Wenn ich jetzt hier runterspringe, mache ich dann automatisch die Prüfung? Nee, weil ich nicht mit ihm gesprochen habe, ne? Gut. Hatte nämlich jetzt kein Interesse an der Prüfung.
Was denn hier? Oh, mich gesehen. Ihr gehört. Rutan läuft weg. Ja, ich brauche leider was vom Fuchs. Kann es leider nicht ändern. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Rutan braucht auch was. Fuß geschossen. So. Schöne Musik. So schön entspannt. Und dann kommt auf einmal gleich irgendwie so ein Riesenviech und tötet dich. One-Shot. Oh, was zum Teufel. Das sind schon wieder. Zwei. Arm. Arm. Okay. Teufel, ist das schon wieder. Ein Panzerwander. Bei dem will ich erstmal nichts zu tun haben. Was war das? Rauhabicht-Areal. Oh je. Jagen für die Loge. Da bin ich komplett anders gelaufen, ne? Da hinten lang. Ich laufe halt völlig für den Arsch, laufe ich. Das dann laufe ich hier hin. Jetzt schon mal hier unterwegs bin, dann laufe ich jetzt zum nächsten Schnellreisepunkt dann. Das nehme ich doch mit. Oh, Freunde. Sind die noch so schwach, dass man die per One-Shot killen kann? Ja. Hoppala. Hat mich jemand gesehen? Hoppala. Kommst du auch schnell voran? Und zu einem das Lagerfeuer hier. So. In die Poperze. Ganz ruhig. So. Ach, jetzt gehen wir einen anderen Weg. Okay, er hat's eingesehen. Er hat gesehen, dass er. Das ist wie beim Navi. Jetzt ist er zu weit entfernt, jetzt gehen wir einen anderen Weg. Okay. Oh, guck mal hier. Hier ist wieder so ein großer. Oh, schön. Ja, also ich werde mich erstmal am Anfang ein bisschen in, dass wir die Karte aufdecken, ne? Und dann werden wir halt, aber im Endeffekt haben wir schon weit die Karte aufgedeckt, ja? Hier sind halt noch viele Sachen, die wir machen müssen. Vor allem halt auch hier. Guck mal, hier ist auch eine verdorbene Zone. Hier ist halt auch noch was. Das hier, das haben wir wahrscheinlich schon. Ja.
Gebiet wird nicht kleiner, ne? Aber wie gesagt, wir gehen erstmal dahin. Wir hangeln uns erstmal ein bisschen an der Hauptstory lang, dass wir halt viel aufdecken. Und dann müssen wir sowieso gucken. Die Hauptquest ist Stufe 12. Da sind wir noch gut für. Deswegen würde ich die auch erstmal so weit dann weitermachen. Und da muss man halt sehen, wenn die Hauptquest irgendwann zu viel für uns wird, müssen wir halt erstmal mit Nebenmissionen machen. Aber auch so würde ich gerne zeitnah auch wieder ein paar Nebenmissionen machen oder hier die Sachen finden und sowas, ne? Und gesagt, nein, nicht Schnellreise. Kein Scheiß. Und hier haben wir halt auch noch, wo war es denn? Hier ist eine Quest, hier ist eine Nebenquest. Hier unten irgendwo, wo wir waren, waren auch noch Nebenquests. Hier ist auch noch eine. Ja, die müssen wir auch alle machen. Da, genau hier, weil wir haben ganz viele. Also hier werden wir zeitnah auch hinreisen und die Quests abarbeiten. Ich will im Endeffekt auch jedes Tier einmal erlegen. Minimum. Das wollen wir alles sammeln. Also, das wird noch ein bisschen was, ne? Würde ich jetzt einfach mal warten. Da, Quest. Wir haben 9 Hauptquests, 4 Nebenquests. Okay. Alles klar. 14 Maschinen gescannt. Maschinen erledigt. Okay, ja, der Truthahn ist unser bevorzugtes Ziel. Okay. Trainingsattrappen, ja, keine Ahnung, ob ich die auch alle zerstören muss. Weiß ich nicht. Mal sehen. Schienenarten, genau, hier haben wir jetzt noch den Trampler. Halt das. Den Sturmvogel. Wir haben ja noch ein paar, die wir. Oh, ist das ein Krokodil? Oh, was zum Teufel. Oh, der sieht auch böse aus hier. Nicht so ein Hund, der so aussieht von der Schnauze her? Gut, okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, wohin die Reise geht. Also in dem Sinne, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao, ciao.